Vor rund 2 Monaten durften wir den Skoda Superb das erste Mal fahren. Jetzt zeigt Skoda den neuen Superb als Kombi. Er bietet alles, was wir vom Superb kennen, jedoch deutlich mehr Raum. Mal schauen, ob sich das aufs Fahren auswirkt. Von vorne betrachtet sieht der Skoda Superb Kombi genauso aus wie die Limousine. Wir haben eine sehr moderne Front mit einem schönen skulpturalen Grill. Was auffällt, sind die modernen Scheinwerfer, denn sie haben Wimpern. Und das gibt dem Fahrzeug ein ganz eigenes Gesicht. Auch von der Seite betrachtet wirkt der Skoda Superb Kombi sehr sportlich und dynamisch. Wir haben viele horizontale, sehr fein gezeichnete Linien. Die Räder gibt es mit bis zu 19 Zoll Felgen, was dem Auto nochmal einen sportlicheren Look verleiht. Natürlich ist die Dachlinie der Skoda Superb Kombi ebenfalls anders als die der Limousine. Dennoch wirkt das Fahrzeug immer noch sehr dynamisch. Wenn wir uns das Heck anschauen, auch hier ist es Skoda gelungen, trotz des großen Kofferraums ein wirklich sportlich aussehendes und sehr dynamisches Fahrzeug auf die Straße zu stellen. Der Innenraum des Skoda Superb Kombi ist, wie wir es von der Limousine kennen, sehr modern, aber trotzdem elegant. Mit an Bord ist das größte Infotainment-System, das bietet alles, was ich fürs Fahren und für die Unterhaltung an Bord brauche. Es gibt reichlich Platz vorne für Fahrer und Beifahrer, man findet immer die richtige Sitzposition. Wir fahren die Laurin und Clement-Ausstattung, das heißt die Top-Version, hier an Bord. Top-Materialien, eine super Verarbeitung, das stimmt einfach alles. Nehmen wir auf der Rückbank Platz, dann finden wir hier, genau wie bei der Limousine, sehr viel Kniefreiheit. Der Wagen ist auch dort sehr komfortabel. Doch durch die andere Dachlinie haben wir nicht nur mehr Kopffreiheit, sondern das ganze Fahrzeug fühlt sich hinten einfach größer an. Der größte Vorteil eines Kombis ist ganz klar sein Kofferraum. Hier bietet der Skoda Superb zwischen 660 und 1950 Litern Ladevolumen, also mehr als genug für jede Gelegenheit. Auch im Kofferraum finden wir reichlich Simply Clever Lösungen, die typischen Haken und Ösen. Zusätzlich haben wir hier noch eine schöne Gepäcksicherung, sehr einfach und praktisch. Und ich kann den Kofferraum öffnen, indem ich einfach mit dem Fuß kurz unter den Stoßfänger kicke. Zur Einführung des neuen Skoda Superb bietet die Marke 8 neue Aggregate an. Es sind alles Euro 6 Motoren. Die Leistungen variieren von 120 bis 280 PS. Es sind 5 Benziner und 3 Diesel. Der sparsamste unter ihnen ist der Skoda Superb Greenline. Er verbraucht im Durchschnitt laut Hersteller nur 3,7 Liter. Nun zum Fahreindruck. Den Skoda Superb Kombi, den wir getestet haben, der hatte einen 2-Liter Motor an Bord, einen Diesel mit 190 PS, permanentem Allradantrieb und einem 6-Gang-DSG-Getriebe. Damit ist er von sehr komfortabel bis recht sportlich unterwegs, aber wir reden immer noch von einem großen Kombi. Der Wagen verbraucht laut Hersteller 5,1 Liter auf 100 Kilometer, das haben wir nicht ganz geschafft. Unser Testwagen hat das DCC an Bord, das heißt, wir haben unterschiedliche Fahrmodi zur Auswahl. Für mich persönlich ist der Wagen im Fahrmodus Komfort oder Standard einfach zu weich gefedert. Ja, sehr komfortabel, aber einfach nicht das, was ich mag. Im Sportmodus jedoch macht er das locker wieder wett. Was mir auch nicht so gut gefallen hat, ist die Gasannahme gerade aus dem Stand. Da braucht das Fahrzeug einfach ein bisschen zu lange, aber ich denke, auch daran wird man sich schnell gewöhnen. Ein solch schönes Auto hat natürlich auch seinen Preis. Der beginnt bei rund 25.000 Euro für die Basisausstattung. Wenn man jedoch einen größeren Motor wählt und richtig schön Ausstattung dazu packt, landet man auch schnell bei 50.000 Euro. Das Fahrzeug wird seine Publikumspremiere haben auf der IAA 2015, das heißt im September. Bestellbar ist er ab sofort bei jedem Skoda-Händler. Zusammenfassend können wir sagen, wir mögen den Skoda Superb Kombi genauso wie die Limousine. Ein wirklich tolles Fahrzeug. Aber wir haben hier deutlich mehr Platz. Was mir besonders gut gefällt, ist, das Fahrzeug sieht, trotzdem es so groß ist, immer noch wunderschön und sportlich aus. Für mich einer der schönsten Kombis am Markt.